Hallo und herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Discounter-Einkaufsvideo. Ich wünsche euch viel Spaß. So, das hier ist der kleine Einkauf bei Kaufland. Lediglich dreimal die Bloody Mary. Wunderbare Batterie für 3,99 €. Es gab auch noch andere schöne Sachen, viele neue Pyro-Mode-Sachen, neue Sachen, aber es gab dann noch in anderen Läden einiges zu holen, deswegen nur dreimal die Bloody Mary. Bei dem Verbund zu Silvester geschossen. Das hier ist der Einkauf vom Groschenmarkt. Einmal die wunderschönen Pyro-Art-Raketen, die X21-Effekt-Raketen. Und wie ihr wisst, teste ich auch gerne Familiensortimente und hier ist mal etwas anderes von Pyroart. Kommt bestimmt auch gut. Dann einmal die kubischen Kanonenschläge von Pyroart. Werden für den kubischen Kanonenschlag-Test dieses Jahr gebraucht. Und einmal die Lager. Ich wollte sie auch endlich einmal testen. Letztes Jahr war sie ausverkauft. Dieses Jahr mal mitgenommen. Was ich aber auch anmerken muss, eigentlich wollte ich mir noch zweimal die Swava kaufen und vierfach schießen an Silvester. Leider war die bereits vor Öffnung ausverkauft, da die ein Vorbestellformular hatten. Das müsst ihr euch auch mal geben. Ausverkauft, bevor der Laden überhaupt aufgemacht hat. Gut, dass ich sie zweimal bei Röder bestellt habe. Bei Norma habe ich lediglich diese zwei Raketensortimente mitgenommen. Einmal das Rocket Rally, wirklich super Preis-Leistungs-Verhältnis, 27 Raketen für 20 €. Dabei die ganzen Ring-Rockets von Nico, Flash-Raketen, alle super Raketen von Nico. Und auch einmal das Ultimate Mix zum Test, Komplett-Test als Familiensortiment für 6 €. Ein paar ganz gute Sachen drin und mehr ist es dann nicht geworden, ist ja meine. Der Einkauf vom Lidl. Dieses Jahr mit den wunderschönen neuen Vulkanen. Jede Sorte einmal mitgenommen. Golden Silver Stars. Schweizer Vulkan ist Swiss Made. Das haben natürlich ihren Preis mit 9 €. Ich hoffe, der Effekt ist es wert. Bis jetzt hatte ich so einen hochwertigen Vulkan noch nie. Dann noch einmal den Pink Stars und einmal den Color Stars. Dann ganz klassisch. Das Leuchtspektakel für 3 €, 4 € immer noch super. Dann die kubischen Kanonenschläge, um die diesjährige Charge zu testen. Dann einmal die Hell, der auch teilweise diesen End-Smarty-Ausstoß. Ist ganz okay. Und auch ganz klassisch die Laser. Einfach jedes Jahr im Sortiment dabei. Als nächstes war ich im Sonderpostenbaumarkt. Dort gab es preisgünstige Kellerartikel. Ich bin dort hauptsächlich hin wegen den Leuchtsortimenten. Ich stehe da einfach drauf und das ist sogar noch ein älteres. Vollgepackt für 5 €. Magische Lichter. Und noch einmal das Hexentanz. Zwar schon die neu gelevelten Sachen, aber trotzdem ganz nett. Auch für 4,44 €. Super Preis. Dann natürlich die Cubic Thunder. Ein weiterer Kandidat für den kubischen Kanonenschlag-Test. Ja, und dann einmal noch Space Sound Raketen für 1 € mitgenommen. So, also hier der Einkauf von Jawohl. Ich finde es schön, dass ein Discounter oder ein Sonderpostenmarkt mal Leslie-Artikel führt. Und da bin ich natürlich gleich hin und habe mir zweimal das Thunder Kong Powerpack geholt. Schocker. Whistling, Thunder Kong Max und die Headbanger Raketen. Schön, dass es dieses Sortiment im Handel zu kaufen gibt und gleich zweimal mitgenommen. Dann hier auch, finde ich, auch wirklich super Preis-Leistung, das Thunder Kong Bulk Pack. Da kriegt man wirklich 32 Stück für 9 €. Und wenn man wohl nachdenkt, dass 6 normalerweise schon immer 3 € gekostet haben und da jemand hier 32 bekommt, finde ich ganz cool, mal so ein gesamtes Pack
willst du nehmen. Ich stehe sowieso auf diese Art Bombenrohre und von daher ist es natürlich im Einkaufswagen gelandet. Dann natürlich den Tantacube für den Kanonschlagtest und die Luna Collection oder auch Dragonfly oder Dragonfire oder so. Wollte ich auch schon lange mal haben, gab es dort günstig für 5 € im Postenladen und deswegen ist das auch einmal mitgekommen. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Gesamtübersicht und dann war das schon der diesjährige Discounter-Einkauf. Hier nun der Überblick über meinen diesjährigen Discounter-Einkauf. Recht schöne Sachen dabei, hier mit den Müsli, Thunderkong-Rohren, Pyro-Art-Raketen, Rocket Rally, ein paar Sets Ultimate Mix und Hugin, die Lager mittendrin, Laser-Klassiker, massig Leuchtfeuerwerk, Hexentanz, magische Lichter und Leuchtspektakel, die schönen Vekor-Vulkane. Vulkane. Wir haben die Bloody Mary im Verbund geschossen. Hier nochmal die Luna Collection, das Thunder Kong Power Pack. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zusammen mit meiner Röderbestellung kann man damit schon ein wunderbares Silvester feiern. Vielen Dank.